bin Erik Arzdinov, ich komme aus Kasachstan, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache seit 4 Jahren BJJ, ich bin einmal Europameister, Doppeldeutscher Meister und einmal Kasachstan-Champion. Über meinen Gegner weiß ich, dass er ein MMA-Kämpfer ist und mein Gameplan, ihn auf den Boden zu holen und da ihn finishieren. Hallo, ich heiße Daniel Agay, ich komme aus Frankfurt und bin 18 Jahre alt. Ich ringe seit 2014 und habe da fast die deutsche Meisterschaften geholt. Über meinen Gegner weiß ich nicht viel und ich versuche ihn zu meinem Kampfstil zu zwingen und den Kampf auf Boden zu beenden. Herzlich willkommen, die Fat Army. Karol Aber wieder am Start für euch am Sonntag um 18 Uhr. Was geht ab, Leute? Heute geht der Erik gegen Daniel ab. Beide 18 Jahre alt, beide 1,78 groß, beide ungefähr gleich schwer. Allerdings haben beide komplett verschiedene Stile. Der Daniel, der hat einen Ringerstil, der kommt vom Ring, ist auch schon fast deutscher Meister geworden, wie er gesagt hat. Und der Erik, der ist schon BJJ-Europameister gewesen, deutscher Meister, kasachischer Meister. Das heißt, am Boden können wir mit richtig schönen Submission rechnen. Wie wir auch schon gesehen haben bei seinem Defend-Debüt, hat er ein super, super Ground-Game und man kann erwarten, dass er am Boden wirklich, wirklich gefährlich ist. Das, was der Daniel kann, ist Leute zu Boden bringen und das ist der Bereich, wo Erik halt am stärksten ist, ne? Das heißt, es ist abzuwarten, wer hier seinen Stil besser umsetzt. Was ich allerdings bei Ringern sagen kann, ist, die sind abartig stark. Also man unterschätzt oft diese Kraft, die die einfach haben, ne? Und die sind deshalb auch richtig zäh und schwer zu submitten. Ein richtig, richtig cooler Ref heute auch wieder am Start, wie ich sehe. Wollen wir mal sehen. Ich bin echt gespannt, was hier abgeht. Vor allem, ist einer besser im Stand und nutzt das vielleicht für sich aus. Die erste Runde geht los. Ich bin echt gespannt. Wollen wir mal sehen, was gleich abgeht, Leute. So, Touch Gloves, respektvoll wie immer. Ja, wie wir das vom Ringer kennen, schiebt direkt nach vorne. Oh, Erik hat hier einen Takedown versucht, aber Daniel hat gesagt, ne, hat ihn direkt gedreht. Da sieht man schon, was für eine Power der hat. Das ist unglaublich mit Ringern, wirklich. Das weiß man erst, wenn man mit denen trainiert hat. Ja, Erik hier direkt Guard zugemacht. Kontrolliert hier die Arme aber nicht von Daniel. Wollte jetzt schon hochgehen zum Triangle Choke. Gefährlich, was Erik da schon macht, ne? Er setzt, was heißt gefährlich? Das ist gefährlich für Daniel. Er setzt ihn ziemlich unter Druck und zeigt ihn schon passiver auf, wenn du einen Fehler machst, fliegst du vielleicht hier in meinen Triangle rein. Ah, Daniel, gut hier, macht das nicht wie viele, viele Ringer, die sich einfach nur da wie so eine Schildkröte festhängen und nichts machen. Er arbeitet, er ist aggressiv, er bringt immer wieder Ground and Pound an. Zwar keine üblen Wirkungstreffer, aber die nerven einen schon. Versucht hier sogar zu passieren. Also hat auf jeden Fall Jiu-Jitsu trainiert. Der Daniel sieht nicht so aus, als ob das jetzt reines Ringen wäre. Er weiß auf jeden Fall, was er da macht und auf welche Gefahren von Submission er achten muss. Passiert hier, ist auf der Side Control jetzt gelandet. Interessant, aber hat eine sehr hohe Hüfte, wie wir sehen können. Erik kann eigentlich schnell wieder recovern, wenn er möchte. Bisschen mehr Aktivität. Noch eine Minute und 30 Sekunden. Ja, jetzt hat Erik ein Knee Shield aufgebaut mit seinem rechten Knie und versucht wahrscheinlich Guard zu recovern. Oh nein! Das ist ein typischer, klassischer BJJ-Fehler, den Erik hier macht. Er wollte zu Deep Half Guard gehen und steckt dann einen Arm unter die Kniekehle und hat dann keine Hände, um sein Gesicht zu schützen und hat deshalb gutes Ground and Pound kassiert. Daniel hat auf jeden Fall, guckt euch das an, richtig schönes Ground and Pound von ihm, mehrere Ellbogen gelandet, jetzt auch noch ein, zwei harte Schläge, also der hat auf jeden Fall BJJ trainiert. Was? Ah, guck mal, ich musste nicht mal stoppen, der Mundschutz von Daniel ist rausgefallen, Erik stoppt einfach, er hätte einfach weitermachen können, macht aber nicht, was für ein Sportsmanship, Leute, ich liebe diese respektvolle Art, wie Kämpfer miteinander umgehen bei uns bei Defend hier, einfach herrlich zuzusehen.
Oh, da war es gefährlich. War ein Triangle-Ansatz. Da hätte Erik den rechten Arm von Daniel ein bisschen stärker schieben müssen. Oh, der versucht jetzt zu passieren. Allerdings gibt die Gefahr, einen Triangle-Choke einzugehen, aber er blockiert mit seinem rechten Ellbogen das Bein von Erik. Er weiß auf jeden Fall, was er da macht. Hat jetzt allerdings Ground and Pound von Erik von unten aus der Bottom-Position kassiert gehabt, paar Ellbogen. Und dachte dann, nee, ich stehe jetzt lieber auf. Ah, nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Ja, die Runde ging eindeutig. Oh, guck dich mal Daniel an. Geht richtig nach vorne, schiebt wieder. Jetzt die erste Runde vorbei. Boah, richtig interessante Runde. Die hat Daniel eindeutig gewonnen. Der ist nicht in irgendeiner Submission gelandet. War weit weg davon, hat alle Submissions schon am Ansatz direkt blockiert. Hier am Anfang ist er direkt reingegangen. Inside Low Kick, Push Kick. Und hat dann als dieses Ganze verkürzt war, schaut euch das an, ist er direkt seinen Gameplan nachgegangen. Er wollte eigentlich einen Takedown-Plan, aber Erik ist ihm dazu vorgekommen. Daniel hat ihn aber gedreht. Was ist dann den Rest der Runde passiert? Top-Kontrolle, richtig stabile, statische Top-Kontrolle von Daniel. Aber was ich mit statisch meine, ist, dass er einfach körperlich stabil ist und nicht viel rumwackelt oder seine Gelenke weit ausstreckt, damit er in der Submission landet. Eindeutige Runde für Daniel. Mal sehen, was in der zweiten Runde kommt. Zweite Runde geht los. Ich bin echt gespannt, was jetzt kommen wird. Ja, ich ermahne Erik hier nochmal. Ich habe einmal gesehen gehabt, dass er in den Handschuh reingegriffen hat. Aber wollen wir mal sehen. Kommt mir jetzt vor, als ob Erik ein bisschen müde wäre. Ja, Daniel, guckt euch das mal an. Der geht direkt nach vorne, legt direkt los wieder, ne? Nicht nur ein bisschen müde geworden. Ich glaube, Daniel ist so ein Typ von Mensch, dem muss man einfach sagen, dass er müde ist. So, hey, entspann dich mal, du bist müde. Jetzt im Clinch, was passiert? Schöner Wurf hier von Daniel. Passiert auch direkt zu Side Control. Ja, fängt wieder an wie in der ersten Runde, ne? Daniel holt sich die Top-Position und kontrolliert den Kampf damit. Ja, guck dich, der hat einfach viel mehr Power. Das ist bei Ringern einfach so. Die haben so eine Kraft. Oh, versucht Erik hier sowas ähnliches wie ein Diamond Choke. Ja, aber dafür müsste er seine Wade viel mehr um den Kopf winden von Daniel. Aber das ist eine super gestauchte Position. Das kostet Erik hier viel Kraft. Er kann nicht richtig atmen. Er hat jetzt nur gehalten und da ist nichts passiert. Darum habe ich beide aufstehen lassen. Ja, guck mal, hier auch wieder, Mann, das ist so respektvoll. Guck mal, Erik sieht das, kämpft nicht weiter. Der Kampf ist eigentlich erst gestoppt, wenn der Ref das sagt. Erik hätte einfach weitermachen können, aber er stoppt einfach. Was für ein Sportsmanship. Richtig nice, einfach schön zu sehen, Leute. Oh, richtig schöner Pushkick von Daniel. Aber warum will Erik die ganze Zeit den Takedown holen? Ich hab so das Gefühl, er hätte vielleicht im Stand ein bisschen mehr Vorteile. Aber hier am Boden, schaut euch das mal an. Daniel wie so ein wild gewordener Stier. Unglaublich, der geht da auf den Boden, ruht sich nicht eine Sekunde aus. Guck mal, er will wieder seine Arme befreien, um zu hauen, um zu passieren, um irgendwas zu machen. Das ist richtig spannend, was jetzt am Boden passiert. Daniel, bisschen mehr Aktivität. Ja, da hat er sich kurz ausgeruht. Da habe ich ihm gesagt, er soll ein bisschen aktiver werden. Kann sein, dass er ein bisschen müde geworden ist an der Stelle. Oh, wollte Daniel gerade zum Can-Opener gehen? Sah ein bisschen so aus. Oh, was für eine harte Rechte Daniel da gerade gelandet hat. Aber der ist zur Hälfte ausgerutscht und auf den Boden gelandet mit der Faust. Sonst wäre das ein richtig harter Treffer geworden. Versucht jetzt auch zu passieren. Kostet jetzt Erik richtig viel Kraft. Er hat mit seinen Armen versucht, ihn zu blockieren. Geht die ganze Zeit mit.
Richtig viel Kraft kostet das in Erik. Ist es ein Arm-Triangle-Choke Versuch von Daniel hier? Ja, schaut mal. Ja, Daniel, guck mal, wie er passiert. Er arbeitet seinen Fuß da rein und versucht die Half Guard zu öffnen. Daniel hat hundertprozentig BJJ trainiert. Guck mal, er geht zum Arm-Triangle. Oh, wie gefährlich ist das? Wenn Daniel jetzt schafft zu passieren auf die linke Seite von Erik, dann kann er zum... Jetzt hat er es geschafft. Oh, wie tief ist der? Oh, der ist ziemlich tief. Ziemlich tief. 6 Sekunden noch. Oh, tappt Erik jetzt hier, oder? Boah, hat er richtig Glück gehabt. Der war schon ziemlich tief. Aber zum Ende hin ist Daniel mit seiner Schulter ein bisschen hochgerutscht und hat den Druck, glaube ich, rausgenommen. Aber hätte er noch vielleicht ein bisschen Zeit gehabt, um sich weiter einzusinken, hätte er das Ding vielleicht gekriegt. Und hier sieht man wieder, Daniel einfach super stark. Ne? Mit so einem halben Suplex hat der Eriks Wurf einfach mal gekontert. Und hier holt er sich direkt Single Leg, wieder den Takedown geholt, wie in der ersten Runde. Und hat immer wieder hartes Ground and Pound gelandet, war aktiv am Boden. Erik aber auch am Boden aktiv. Ist jetzt nicht so, dass Erik da einfach lag und nichts gemacht hat. Er hat versucht, aber Daniel einfach sehr, sehr stark hier. Ne? Schaut euch das an. Wie so eine wild gewordene Bestie versucht er, Erik mit allem, was er hat, zu treffen. Und das war ein signifikanter Treffer hier. Hat Erik wirklich Glück gehabt, dass er seitlich nochmal weggerutscht ist am Kopf. Und jetzt guckt euch mal den Druck an. Erik richtig, richtig eisernen Willen gehabt hier, ne? Dass er nicht einfach getappt hat. Aber gut, dafür hätte Daniel ein bisschen tiefer auf dem Boden sein müssen und seitlicher damit er wirkt. Ganz ruhig, egal. Du bist der Beste. Du bist vorne, ganz ruhig. Halle, wie ist dein Biber-Oster? Ich will den Kampf finishen. Das ist zu schlecht. Dann alleine. Ich mach gleich. Mach bitte jetzt. Hier, trink was. So, dritte Runde fängt an. Mann. Erik kam mir da richtig kaputt und müde vor. Daniel, Mann, das ist einfach so ein Typ, den muss man erklären, dass der müde ist. Der versteht das, glaube ich, gar nicht. Das ist so ein Monster, so ein Stier, der einfach einen Weg kennt, das ist nach vorne. Richtig komisch, ey. Und ein gemütlicher Gegner, der Daniel. Oh, gute rechte Overhand von Daniel, die geschlagen. Erik schiebt nach vorne. Er hat ein gutes Knie gelandet hier bei Daniel, aber der dreht das ganze Ding wieder, holt sich ein Double und holt Erik da auf den Rücken. Ja, Daniel hat da seinen Mundschutz wieder verloren, muss sich einmal kurz freezen. Aufpassen auf den Mundschutz, passiert es nochmal, gibt vielleicht einen Punktabzug. Okay. Fertig und los! Ach, einfach. Wie kann das sein? Wie kann Daniel so ein Pace gehen über 3 Runden jetzt und nicht ein bisschen müde werden? Der macht ja nicht mal einen Ansatz, als ob er müde ist. Natürlich hat der Erik die ganze Zeit unter Druck gesetzt, hat Erik sein Gewicht tragen lassen. Kein Wunder, dass Erik da wesentlich kaputter ist als Daniel hier an der Stelle. Ja, Daniel steht jetzt hier wieder auf, hat wieder eine gute Rechte gelandet, wieder fast passiert, er ist schon bei der Side Control. Oh, Neon Belly, Mount jetzt, Mount Fontelle, was passiert jetzt? Oh, gefährliche Situation für Erik, der versucht hier mit allen, macht eine Brücke, versucht rauszukommen, klammert sich jetzt halt seinen Kopf eng an Daniels Körper, macht er auch schlau, damit Daniel hier nicht hart ground and pounden kann. Ah, oh, ich hab gerade gedacht, der Daniel landet gleich einen harten Ellbogen. Aber zum Glück ist Erik da wieder weggerutscht. Armbar-Versuch von! Wow! Oh, ich hab gedacht gerade, der Armbar durch. Erik schafft es, ist rübergegangen, aber ist der Arm immer noch drin? Nein, der Arm ist wieder raus. Richtig schön gemacht von Daniel. Ist explosiv reingekommen. 1 Minute noch auf der Uhr.
Ich dachte schon, Erik geht hier vielleicht zum Reverse Triangle, aber nein, er ist schon wieder raus. Daniel guckt also erstmal, hey, was macht der da hinter meinem Rücken? Richtig schöner Austausch. Der Armbar kam richtig gut. Richtig schnell, hat Erik auf jeden Fall nicht erwartet. Und Daniel lässt mit dem Druck hier einfach nicht nach, ne? Der ist einfach wie so ein Stier. Schon wieder Mount! Was ist denn jetzt schon wieder los? Erik ist einfach kaputt. Erik ist einfach kaputt. Daniel macht hier zu viel Druck. Gib den Rücken jetzt. Was für ein spannender Kampf, Leute. Wir haben nicht eine Sekunde Ruhe, ne? Ausgesprout, ist der Naked Choke drin? Ja, oh Mann, Erik hat getappt. Daniel einfach zu stark in diesem Kampf. Der hat einfach zu viel Power gehabt, ist einfach nur nach vorne gedrescht. Erik ist einfach müde geworden, denke ich mal. Das ist wirklich gegen so einen wie Daniel zu kämpfen, ist sehr, sehr zermürbend. Wenn einer nicht müde wird, immer wieder nach vorne schiebt, wenn man da keinen eisernen Willen hat und nicht bricht, dann ist das sehr, sehr schwer, gegen so einen Gegner anzukommen. Jetzt Daniel geht auch schon wieder zu Erik, möchte ihn noch einmal gerne hier umarmen. Richtig schön, immer wieder Respekt, verbeugt sich auch, verneigt sich. Wunderschön, immer wieder dieses Respektvolle hier bei Defend zu sehen. Ach Leute, ich liebe das einfach. Was für ein schöner Kampf. Normalerweise ist man oft gelangweilt bei Bodenkämpfen, aber hier permanente Aktivität. Sowohl von Daniel als auch von Erik. Erik lag da auch keine einzige Sekunde ruhig am Boden, egal wie müde er war. Er hat versucht, die ganze Zeit zu arbeiten, er hat versucht, die ganze Zeit zu machen. Richtig, richtig interessanter Kampf. Den Kampf nach Punkten wäre es jetzt nicht an der Submission gescheitert, Erik, hätte ich auch Daniel gegeben gehabt. Aber gut, die Submission hat das nochmal komplett bestätigt. Hier im Stand, ich habe das Gefühl gehabt, dass Daniel nur die Kicks und die Schläge benutzt, um die Distanz zu verkürzen, um reinzukommen. Und seht ihr auch hier, oh, da hat Erik ein gutes Knie gelandet gehabt, wirklich. Hätte Erik ein bisschen mehr im Stand versucht, glaube ich, hätte er seine Vorteile nutzen können. Aber am Boden hat sich das gleiche abgezeichnet wie in den ersten und der zweiten Runde. Daniel Top-Kontrolle, stabil, immer wieder Ground and Pound. Erik immer wieder versucht, hier und da Submissions anzusetzen. Aber Daniel mit einer roten Linie immer wieder durch, immer wieder konstanten Druck gemacht. Jetzt am Ende lag wahrscheinlich auch daran, dass Erik ziemlich müde war, dass Daniel gemountet hat. Da kam gleich irgendwann der Armbar-Versuch. Da war das, hat er schön reingedreht. Und dass Erik hier rauskomme, schaut euch mal Eriks Arm an. Boah, da dachte ich, das wäre gebrochen, aber er hat den einfach nur geknickt. Richtig, richtig schön gemacht von Erik, wie er hier rausgekommen ist. Hätten viele getappt. Wunderschön. Ist dann am Ende rausgekommen. Sind dann hochgekommen, haben eine kurze Verharrt in dieser Reverse Guard Position. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und dann hier Daniel schon wieder reingekommen, direkt mit dem Knee-Slide Pass rüber zu Side Control, gemountet, Backmount geholt, Re-Naked Choke eingesunken und ja, das war's dann, Erik musste tappen. Respekt an beide Kämpfer, richtig stabiler Kampf, hier ist keiner, der sich schämen muss, wundervoll. Sieger in der dritten Runde durch Submission, Daniel. Respekt, fix. So, hallo und herzlich willkommen, meine liebe Defend Army. Mein Name ist Beka. Hier an meiner Seite habe ich Erik. Erik ist kein unbekanntes Gesicht mehr. Ihr beide habt den Kampf des Tages geliefert. Das war richtig eine Schlacht. Du hast bis zum letzten Limit gekämpft. Und Erik, erzähl, wie fandest du die Situation? Du warst öfters in einer Submission drin und dann war die Zeit um. Dachtest du schon, dass du tappen musst oder wie hast du dich gefühlt? Если честно, я бы смог бы еще финишировать его и в партере. Но дело в том, что он более был тяжелее меня, более понимал, что он делает, он знал, как защищаться от этих приемов. Был бы он на килограмма 3-4 меньше, я мог бы финишировать его. А так, очень хороший соперник, подготовился. Du weißt, dass dein Gegner ein Thai-Boxer war und du hast dich auch darauf eingestellt, im Stand mit ihm zu kämpfen, aber überraschenderweise hat er sehr viel gerungen mit dir und auch Grappling angesetzt. Warst du überrascht davon? Да, я был удивлен, то, что он сам нападал, но скажу честно, он не такой был хороший тайский боец. В стойке я ему тоже пару хорошо залепил. И нормально, но в борьбе он меня удивил. Möchtest du noch irgendetwas sagen, Erik? Я бы хотел бы сказать, те, кто сейчас будет говорить мне, вот, так тебе и надо, то, что проиграл, я вам так скажу, без поражений не бывает побед, я вернусь еще сильнее.
Dankeschön, vielen Dank, Erik. Sehr guter Kampf. Danke. So, Daniel, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Eine sehr, sehr starke Performance. Deine Medaille hast du dir verdient. Dankeschön. Danke auch für deine Anreise aus Frankfurt hierher. Danke euch für den Kampf. Ja, sehr gerne. Daniel, du hast uns überrascht. Wir wissen, dass du ein Thai-Boxer bist, aber du hast sofort den Takedown geholt und sehr viel Grund. Gehört das zu deinem Plan heute? Ich hatte eigentlich vor, den Kampf wirklich auf Boden zu beenden, eigentlich nur Takedowns zu machen, den Kampf auf Boden zu beenden. Ich habe auch davor sehr viel, also 4-5 Monate Kickboxen geübt, dies, das alles. Der Boden war ein bisschen rutschig, sonst hätte ich den Kampf auch wirklich viel schneller auf Boden runterholen können und mehrere Takedowns gemacht, aber ist halt jetzt so, den Kampf. Es gab eine Situation im Kampf, da hattest du einen Arm Triangle Choke. Du hast ihn schön angesetzt und Erik war auch, glaube ich, kurz davor zu tappen, aber die Zeit war leider um. Hat dich das psychisch ein bisschen runtergemacht? Nee, eigentlich nicht. Ich wusste, ich habe auch wirklich öfter gesehen, ich könnte einen Kimura machen, Armbar nochmal. Genau, ich habe gesehen, viele Sachen auch. Aber der Boden ist wirklich zu rutschig, aber ist jetzt halt so. Sehr, sehr starke Performance, Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst deine Medaille nochmal in die Kamera zeigen. Не дай ему, он замок взял, не дай! Стоп!